wunderschönen guten Tag zusammen und einen schönen ersten Advent wünsche ich euch. Die Weihnachtszeit beginnt und natürlich pünktlich dazu gibt es ein Video. Ich freue mich sehr auf die Weihnachtszeit, unglaublich. Ich liebe Weihnachten und vor allem auch die Vorweihnachtszeit und das Backen. Und darum soll es auch heute gehen. Und ich würde sagen, ich zeige euch, was wir brauchen für die Plätzchen, die wir machen. Die sind überall unterschiedlich benannt. Bei uns heißen sie Engelsaugen, schmecken sehr gut und sind vor allem schnell und einfach zu machen. Und ganz kurz noch vorher möchte ich sagen, dass es an jedem Adventssonntag eine kleine Verlosung gibt. Ihr müsst mir nur eine Zuschauerfrage beantworten und sie in die Kommentare schreiben und da wird danach Zufallsprinzip eben ausgelost. Und ich zeige euch auch jetzt gleich, was ihr noch gewinnen könnt, bevor wir loslegen mit dem Backen. Die Zuschauerfrage, um die es heute geht, wird sein, welches eure Lieblingsplätzchen sind. Und ihr könnt natürlich auch mehrere Sorten hinschreiben. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch, was es zu gewinnen gibt. Die Bedingungen sind unten in der Infobox. Bitte, das ist wichtig, dass ihr euch das durchlest. Und ansonsten würde ich sagen, frohes Backen und viel Spaß beim Nachmachen. Das hier ist der Gewinn, den es in meiner Verlosung heute gibt. Das ist einmal hier diese wunderschöne Kosmetiktasche, dann ein Parfum von Essence bzw. ein Eau de Toilette, ein wunderschönes Blush von Catrice und einen Lidschatten von Catrice. Hier habe ich einzelne Fake Lashes. Die finde ich viel cooler wie Bändchen Lashes, aber ich fand die so wunderschön und dann gibt es auch hier diese normalen Einklebewimpern von Essence und hier habe ich noch einen Lippenstift von Essence in der Farbe 12 Blush My Lips und genau, das gibt es heute zu gewinnen. Wir brauchen 2 Eigelb, 140 Gramm Butter, 70 Gramm Köln Schmelzflocken, 70 Gramm Zucker, 2 verschiedene Marmeladensorten oder mehr und 100 Gramm Mehl, was ich hier vergessen habe. Zuallererst tun wir jetzt alle Zutaten, wirklich alle, außer die Marmelade, in eine Schüssel rein. Also abmessen und einfach rein, ganz egal. Wenn ihr bei der Butter angekommen seid, gebe ich euch den Tipp, die vorher etwas aus dem Kühlschrank rauszunehmen und dann kann man die super gut flocken, nennt man das. Das heißt einfach ja ein Stückchen machen, dass man die besser vermengen kann mit dem Rest. Dann trennt ihr die Eigelb von den Eiweiß ab und ja, dann wird das Ganze zermatscht. Dann könnt ihr immer so ein bisschen Teig holen und in der Hand zu so kleinen Kügelchen formen und mit dem Finger danach ein Loch reindrücken, das dann später das Loch, in das die Marmelade hineinkommt. Und da macht ihr die Marmelade in diese Löcher rein. Aber aufgepasst, bitte nicht zu viel Marmelade rein, denn ansonsten backt die Marmelade im Ofen über und eure Plätzchen sehen nicht schön aus. Ab damit in den Ofen. Das war auch schon wirklich die ganze Hexerei. Super einfach, super schnell, geht wirklich ratzfatz. Also dieses Rezept gibt nicht viel. Ich habe jetzt die dreifache Menge davon gebacken, hat circa 4 Bleche gegeben. Das ist aus einem uralten Buch wirklich von meiner Mutter. Aber ich finde, die alten Rezepte sind einfach wirklich die besten, wenn ich danach gehe. Ich backe jedes Jahr sehr viel und erfahrungsgemäß kann ich das wirklich sagen. Und ja, genau. Nur mal so, dass ihr ungefähr wisst. Also wie gesagt, ich hab ich ja auch schon erwähnt, ich habe das dreifache Rezept gebacken. Deswegen habe ich einfach mehr Zutaten reingetan, wie ich am Anfang erwähnt habe. Wäre vielleicht nennenswert, nicht, dass ihr nachher nur mit 30 Plätzchen da steht. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Ich bin super motiviert, Weihnachtsvideos zu drehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!